drei Dinge, die mich nerven an... Glitz! Wir sind die größten Loser der Schule. Ja, lass mal ein Lied drüber singen. Los, Band, ihr wisst, welcher Song. Wenn die Glee-Klabber die größten Loser der Schule sind, was sind dann bitte die nie etwas sagenden Schulbandmitglieder? Zumal die auch kein Privatleben zu haben scheinen. Denn immer wenn die von Glee spontan ein Lied singen wollen, ist die Band plötzlich da und kann die Noten spielen. Was für ein Scheiß. Ich bin Kurt Hubble und in der ersten Staffel noch total besonders, weil ich schwul bin. Dann gibt's plötzlich eine Schule, wo jeder zweite schwul zu sein scheint. Der eine Footballer wird auch noch schwul und steht auf mich. Und Santana und Britney werden auch plötzlich lesbisch und auf einmal taucht auch noch diese Transe auf und... Oh, du wurdest wieder geslushied. Sing doch einfach ein Lied darüber. Ja, oder geh du doch einfach mal zum Direktor und kämpf gegen das Mobbing an der Schule. Das ist deine Aufgabe als Lehrer, nicht den Kindern zu sagen, wir können nichts daran ändern, nur Liedchen trallern. Was sollen die Kinder, die das schauen, lernen? Wenn ihr gemobbt werdet, sucht euch andere Mobbing-Opfer und singt Lieder? Ja, super. Komm, Finn, wir sind hier zusammen. Aber ich bin mit Rachel zusammen. Ja, aber zuerst waren wir ein Paar. Dann hast du mich mit Punk betrogen und warst von ihm schwanger. Und du hast mit Rachel rumgemacht. Dann mit Santana mein erstes Mal gehabt. Und sie gleichzeitig mit Britney gedatet, während Rachel was mit Puck hatte. Und du bist jetzt mit diesem neuen Jesus-Freak zusammen. Und hatte vorher mit Artie geflirtet. WTF? We'll be right back.